Eismarke für mich bedeutet alles, ist mein Leben, ich mache das unheimlich gerne. Ich bin ganz stolz auf meine Großeltern, auf meine Eltern, dass sie mir so einen tollen Beruf beigebracht haben. Mit den Eiscafés haben wir so ein bisschen im Sommer hier Lebensgefühl, italienisches Lebensgefühl. Wir können draußen auf den Straßen sitzen, ein Eis zu uns nehmen. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass wir die Ausstellung machen, um zu zeigen, was die Italiener hier mitgebracht haben ins Ruhrgebiet. Jeder war mal in einer italienischen Eisdiele, aber wir wissen eigentlich ganz wenig über die italienischen Eismacher, wo sie herkommen, was sie im Winter machen, was ihr Leben zwischen Deutschland und Italien ausmacht. Und das ist eine ganz spannende, traditionsreiche Geschichte, die wir erzählen wollten. Das italienische handgemachte Eis, das ist eine ganz große Spezialität. Wir genießen es jeden Tag. Aber was uns viel mehr interessiert im Museum, sind natürlich auch die Menschen, die dazugehören. Wir sind uralt eingesetzt. Großeltern sind aus Italien gekommen, 76 Jahre her. Das bin ich mit meiner Schürze, die mich ganz berühmt gemacht hat. Eis gibt es in unserer Ausstellung leider nicht. Dafür sehr viele spannende Exponate, die die Geschichte der Eismacher erzählen. Eiskarren, mit denen die Eismacher in den 1910ern und 20ern Eis verkauft haben. Persönliche Erinnerungsstücke, Fotos, Eismacherwerkzeuge. Viele spannende Geschichten rund ums Eismacherhandwerk. Prunkvoll waren die Karren, die damals durch die Straßen des Ruhrgebiets zogen. Unter diesen Hauben, versilberten Hauben, verbarg sich das Eis. Es gab relativ wenig Sorten, in der Regel nur zwei Stück. Und mit diesen Gefährten, die reich verziert waren, wurde das Eis verkauft. Und aufmerksam machten die Eisverkäufer aus sich mit Glocken wie dieser hier, damit auch die Leute in den Mietskasernen hörten, jetzt kommt das Eis, jetzt kommt der Eismann, jetzt gibt es was Leckeres zu essen.